Der Dry January erreicht heute seinen Tiefpunkt. Welches Bier das hinbekommt und welche Brauerei dahinter steckt, das erfahrt ihr alles, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Dry January Aktion, wo wir ja versuchen, bis zum Monatsende nur alkoholfreie Biere zu verkosten. Und ich glaube, wir könnten das durchhalten. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ein paar habe ich noch im Kühlschrank. Und auch das heutige habe ich mir eben gerade aus dem Kühlschrank gezogen. Ich glaube, es muss ein bisschen kühler getrunken werden, denn mit dem Bier erreichen wir heute den Tiefpunkt dieser Serie. Ich will nicht sagen geschmacklich, aber zumindest was den Alkoholgehalt angeht, denn weniger als nichts geht nicht. Und normale Biere, die im alkoholfreien Segment verkauft werden, haben ja einen geringen Restalkoholanteil. Wissen viele nicht, aber 0,0 ist eben nicht üblich, sondern es darf alkoholfrei bis 0,5 Volumensprozent heißen und liegt einfach daran, dass ganz viele Lebensmittel, auch Früchte, zum Beispiel eine Banane, hat mehr Alkohol als ein alkoholfreies Bier. Wissen viele nicht, aber ist halt auch so, besoffen kann man von der Banane trotzdem nicht werden. Das Bier, was ich aber heute habe, hat tatsächlich keinen Alkohol und es ist das Heineken 0,0. Wird gerade im Augenblick überall hochgejatzt, in den Supermärkten für aberwitzige Preise verschleudert und soll eben auch zu dieser Dry January Aktion offensichtlich ein bisschen beitragen. Pure Malt Lager wird es beworben. Auf der Webseite habe ich ein bisschen geschaut, wollte mich ja zumindest ein bisschen informieren. Da steht doppelt vergoren mit der A-Hefe. Und dann entalkoholisiert. Also, was zum Teufel ist die A-Hefe? Also, wenn ihr irgendwie eure Kunden ein bisschen informieren wollt, dann sagt doch einfach, was die A-Hefe ist. Ist das eure normale Bierhefe? Oder was steckt dahinter? Aber so Begriffe in den Raum zu schmeißen, die A-Hefe, ach so, na klar, die A-Hefe, stärkt nicht gerade die Bierkompetenz im Land. Und auch die Brauunion hat sich ja durchaus dem verschrieben, was ich durchaus positiv finde. Sowas finde ich eher dann kontraproduktiv. Doppelt vergoren und dann entalkoholisiert, was schon mal klar macht, wie das Ganze entstanden ist. Es ist auch nachbearbeitet durch den Braumeister. Pff, keine Sau weiß, was da mit gemeint ist. Ich finde es einfach schade, wenn so Marketing-Sprech bei einer hochaufwendigen Website dann eben einfach nichts zu dem Bier wirklich aussage. Was ist nachbearbeitet? Hat das einmal umgerührt oder sind noch Zutaten reingekommen? Was ist denn da passiert? Kann man doch sagen. Oder man schreibt es halt einfach nicht. Gut. Liegt vielleicht daran, dass ich eben nicht ganz unvoreingenommen an dieses Bier rangehe. Aber das teile ich, glaube ich, mit vielen von euch. 0,0 Volumenprozent, das waren auch die maximalen Werte, die ich erfahren konnte. 21 Kilokalorien ist auch relativ weit unten. Kalorien sind ja manchmal bei den alkoholfreien Bieren auch ein Thema. Da ist das relativ gering. Aber es ist ja auch wirklich kein Alkohol drin. Hat auch eine eigene Bottle Cap. Und von der werde ich es jetzt befreien. Die typisch grüne Heineken-Flasche. Auch die ja ein Lieblingsdiskussionspunkt vieler Bierfreunde. So, aber jetzt genug der Vorurteile. Jetzt schauen wir mal, was im Glas passiert. Und das schaut eigentlich ganz ordentlich aus. Wir haben eine klare, goldene Farbe. Ein bisschen Kohlensäure drin, die da aufsteigt. Zwei Finger breit eines schneeweißen, mittel- bis feinporigen Schaums, der nicht so richtig am Glas haften will. Die Nase. Boah. Heieiei. Also, das ist so getreidig süßlich. Aber statt eher so malzig, geht es eher in so eine Maisrichtung. Es hat vielleicht so ein bisschen so eine grasige Note. Aber trotzdem ist es sehr dominant, was so eine Maisnote angeht. Boah. Ich befürchte. In diesem Sinne. Cheers. Was mich jetzt echt überrascht ist, das ist extrem wässrig. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so dünn ist. Weil kein Alkohol bedeutet ja nicht automatisch, dass es dünn wird, aber es ist, finde ich, relativ dünn und tatsächlich eher wässrig. Der Mais kommt jetzt sehr präsent durch.
sonst so ein bisschen getreidige, zerealige Noten, aber das verwässert tatsächlich alles so ein bisschen. Es hat sogar eine minimale Herbe mit so einem grasigen Hopfen mit dabei. Aber von Bittere relativ wenig zu spüren. Also das ist so diese, ich glaube, das, was man diesem Bier am allermeisten vorwerfen muss. Es fehlt so jegliche Bittere. Also wenn man sagt, okay, man macht das Maisig, ist ja erstmal nichts gegen zu sagen, aber dann setzt man doch irgendwo so ein bisschen so einen Bitterakzent dagegen, dass man einfach sagt, ah, okay, ist halt ein bisschen herber heute, aber Bier. Und so verwässert das tatsächlich in vollem Umfang. Diese alkoholfreie metallische Note ist auch sehr dezent, sie ist aber da. Auch die verwässert natürlich. Man, die guten Sachen und die schlechten Sachen, beides verwässert ein bisschen. Es hat einen, naja, schlanken bis nicht vorhandenen Körper. Kohlensäure ist relativ dezent und fein. Aber es ist dann halt einfach irgendwie sehr, sehr wässrig und klingt hinten dann süßlich, leicht metallisch. So Cornflakes, das trifft es am ehesten. Es hat so eine Cornflakes-Note. Mit so einer ganz minimalen Säure hinten raus, aber tatsächlich vom Hopfen ist im Nachtrunk dann, er ist komplett weg. Ja, kann man natürlich machen. Ist Bier ist erkennbar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist es dann auch schon. Und ich kann mich jetzt tatsächlich so an wenig meine anderen Dinge erinnern. Es ist besser als ein Bud Light, aber schlechter als viele andere Biere. Deshalb gibt es einen Punkt für das Heineken 0,0 in der ProbierTV alkoholfrei Dry January Woche. Mehr als einen gibt es tatsächlich nicht dafür. Dazu ist es einfach auch zu dünn. Also selbst wenn das Alkohol hätte und so daherkäme, also ich glaube, aber vielleicht ist es schon auf dem Weg zu Hard Seltzer. Auch da ist ja der Heineken-Konzern sicher schon dabei, uns im Laufe des Jahres mit Produkten zu überraschen. Dann soll es das für heute gewesen sein. Freue mich, wenn ihr noch ein Abo schnell dalasst. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten alkoholfreien Bier wieder, beziehungsweise heute Mittag gibt es noch was aus der Dose. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.